Ah, genau so funktionierte das. Und ich bin nicht aufgeschlagen, das ist auch gut. Ja, bla bla bla. Ich bin schon wieder weiter oben hier. So. Ich möchte mich nämlich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Und dann werden wir mal den Bürgern helfen. Zumindest nur ein paar Bürgern, denen wir helfen können. Und dann werden wir mal. Ein Banner. 1 von 100, das ist eine ganze Menge. Die werde ich wohl wahrscheinlich nicht alle sammeln. Nur vielleicht. Das ist echt nicht nett. Bin ich jetzt einmal drum rumgelaufen? Ja, bin ich. Also gab Tamir den Männern seine Verpflegung. Und als der Kampf vorüber war. Ja, gib den Männern die Verpflegung, die sie brauchen. Das ist eine gute Idee. So. Kannst du nicht weiter nach oben? Ich wollte gerade sagen. Du musst noch ein Stückchen, musst du noch. So. Zack und synchronisieren. Ich mag das nämlich, wenn ich sehe, wo ich hin muss in Mission, wenn ich die Karte habe, wenn ich sehe, wo Straßen sind. Und wenn ich nicht so das Gefühl habe, komplett im Unbekannten zu sein. Zumal es am Ende auch einfach schöner aussieht. Nächster Aussichtspunkt hier. Wurde das schon mal gesehen? Tamir trieb damals eine Karawane zwischen Damaskus und Jerusalem. Gut. Doch das Geschäft ging schlecht. Oh, hier ist ein Dach. Hier komme ich nicht weiter, aber hier komme ich hoch. Noch ein Banner. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Okay, da kommst du nicht hoch. Da ist noch ein Banner. Fallen lassen war. Welche Taste? Die? Ah, gut, okay. Warum tut er das? Und jetzt fallen lassen. So, da haben wir das nächste Banner. Wie gesagt, erstmal gucken, dass wir hier so ein bisschen was gucken, uns ein bisschen die Stadt angucken, uns ein bisschen an die Dächer gewöhnen und ein bisschen wieder gut. Einmal bitte hier hoch. Von den Aussichtspunkten können wir uns ja zum Glück immer droppen lassen. Das heißt, das ist nicht so das Problem. Ups. Das ist nicht so das Problem, dass wir nicht mehr. Ja, einmal noch ein bisschen weiter nach rechts. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ich meine, ich finde das schon ganz schön mutig, überhaupt so hoch zu sein. Warte mal, wir können auch erstmal, während wir da stehen, synchronisieren. Dann laufe ich nicht die Gefahr, irgendwo abzustürzen. Wo ich noch gar nicht abstürzen muss. Ich würde sagen, wir gehen einfach einmal so jetzt im Kreis, ne? Ich denke, das bietet sich ganz gut an. Ha, elender Schuft, bla bla bla. Seht nur. Was macht er da? Klettern nennt man das, was ich hier tue. Also nicht, dass es jemand interessiert, aber das nennt man wohl Klettern. Und auf oder wie man es heutzutage nennt, ich mache Parcours. Da sind Wachen auf dem Dach. Ah, hier. Ach gut, ich stehe direkt davor. Hä, wo ist denn der?
Jo, einmal hier hoch, bitte. Das ist sehr gut. So, und hinstellen. Zack. Und wieder ein wunderbarer Kartenteil synchronisiert. Wir kommen weiter. So. Als nächstes gehen wir zu dem Aussichtspunkt und dann würde ich sagen, gehen wir einfach hier so die Reihe ab. Befreien noch die Bürger, die wir da befreien können, wenn das geht. Wenn ich das schaffe. Da ist aber wieder die Frage, ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich ausweiche. Also irgendwie geht das sicherlich, aber ich weiß noch nicht wie. Guten Tag. Da ist ein Banner. Wie komme ich da dran? Hier ist eine Leiter. Nein! Oh! Ja, schon. Aber hier ist ein Banner. Und das möchte ich haben. Und ich meine, ganz offensichtlich gilt, wer das Banner nicht ehrt, ist den Aussichtspunkt nicht wert. Nein, Spaß. Stirn Dieb. Die scheint zu den Dieben hier nicht so nett zu sein. Also vielleicht sollte man nicht unbedingt auf die Idee kommen, was zu mopsen. So. Und auch da einmal bitte draufstellen. Dankeschön. Sechs von neun im Armenviertel von Damaskus erklettert. Ja, die anderen beiden Vierteln haben wir ja noch nicht freigeschaltet. Das werde ich also jetzt erstmal nicht tun. Was ist das hier für eine Mission? Infamantenherausforderung Eskorte. Ja, das gucken wir uns alles auch noch an. Also, ich kann nicht versprechen, dass wir alle Banner finden, aber alles, was auf der Karte markiert ist, werde ich auf jeden Fall versuchen. Abzuschließen, so heißt das Wort. Also, das werden wir wohl früher oder später sowieso alles haben. Oh. Warum hast du dich denn nicht festgehalten? Guten Tag. Ja, ich gehe ja schon. Ich bin ja schon weg. Tut mir leid. Die Frage, sieht er mich noch? Nein, der sieht mich nicht mehr. Ja, gut. Nee, ich suche nichts. Also einen Aussichtspunkt, den suche ich, aber den habe ich gefunden. Der ist nämlich da. Das ist nur die Frage, wie ich da hinkomme. Das wäre aber schon mal höher als eben. Ganz unauffällig. So absolut unauffällig, was ich hier tue. Sieht man bestimmt von unten nicht. Ja, hier oben ist ja sonst keiner. Ja, also still habe ich jetzt auch nicht. Also, bitte nicht übertreiben, ja. Gehen wir zum nächsten Aussichtspunkt und auch zugleich dem vorletzten jetzt schon wieder. Um.
Der ist in diese Richtung. So, einmal hier hoch bitte. Der müsste der sein. Also hier lang. Ich bin nicht ungläubig. Also, ich glaube an meine Mission, die ich hier gerade für die Bruderschaft erfülle. Indem ich eine Karte mir erstmal anfertige von dem Ort, an dem ich mich befinde hier. So, jetzt gehen wir hier hoch und synchronisieren erneut. Einmal alles, bitte. So. Ihr habt nichts gesehen, wenn ihr was gesehen habt. Also offiziell habt ihr nichts gesehen, ja? Danke. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf den Aussichtsturm. Und dann gucken wir uns mal. Verflucht ihn! Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen! Was wir dann machen. Hallo, guten Tag. Wo muss ich denn jetzt hin? Ihr seid ein weiser Mann. Deshalb kauft ihr ja auch bei mir. Dankeschön, dass ich ein weiser Mann bin. Finde ich gut. Hier komme ich nicht rüber, weil ich über diese Kuppel nicht rüberkomme. Interessiert ihr euch für meine Ware? Ja, bestimmt, aber jetzt gerade nicht. Warte mal, das ist der Turm, der mir noch fehlt. So. Dann haben wir das Armviertel nämlich vollständig kartografiert. Das ist auf jeden Fall schon mal. Ich finde, das ist wichtig. Aber praktisch ist es in jedem Fall. Das kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Ja, einmal bitte rübergehen. Oh, und hoch. Ganz schön stark, der Bursche. Und ganz schön mutig. Ich würde nicht von dieser Höhe in ein Heubein springen. Und damit haben wir den letzten Aussichtspunkt im armen Viertel von Damaskus gefunden und erforscht. Dann würde ich sagen, gehen wir nach. Ja, mal gucken, ob wir Bürger retten können oder. Oder nicht. Habt ihr etwas zu sagen? Ja, ich hau den in den Rücken, das passiert nichts. Warte mal, kann ich irgendwo ausweichen? Das war die falsche Taste. F war sprechen. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ja, gerne doch. Ich habe ihnen gerne geholfen. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, dass wir hier ein paar Bürger retten wollen. Das ist, glaube ich,
vielleicht sinnvoller als so eine Taschendiebstahl-Mission, wo ich nicht weiß, wie sie funktioniert. Da muss ich mir noch mal meine Folge, ich nutze das jetzt einfach mal, um Werbung für meinen YouTube-Kanal zu machen. Da nutze ich vielleicht einfach noch mal meinen Archivkanal, um zu gucken, wie diese Missionen funktionieren. Ja, ich bin auf der Hut. Tue ich das? Nein, habe ich nicht. Das Feuer des Krieges spritzt sich durch das Land und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Ja, ich sitze hier nur, ja? Aber ich sage, es ist eine Ehre, sein Leben im Dienste Gottes zu lassen, im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Warum behelligt ihr mich? Schone deinen Kopf, hier wirst du sterben. Ich danke euch. Bitte schön. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Das ist gut. Machen Sie ganz, wie Sie können. Ich muss hier jetzt auf jeden Fall erstmal weg. Dann einmal Hände falten und ist man wieder für die wie unsichtbar. Boah, tut mir leid. Irgendwie rampel ich immer hier Leute mit Krams an. Als nächstes retten wir diesen Bürger. Ja, hätte. Guten Tag, ja, alle wollen mir was verkaufen hier. Moment, ist jetzt das gelbe Auge weg. Ja. Moin. Warum muss immer ein Wache vor mir hergehen, der mich dann dahin führt? Das ist doch... Nö, da geh ich jetzt aber nicht lang. Ich geh jetzt hier lang. Dann nicht mehr, wie das geht. Muss ich mir gleich nochmal angucken mit den Steuerungen. Wo bin ich denn? Ach, ich bin da. Ja, dann ist ja viel, viel einfacher, wenn ich das dann mache. Warum soll ich denn überall vorbei? Ups. Guten Tag. So. Hey! Hey! Ja, kein Problem. Ich nicht.